Data Researchers. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an Digitalisierungslösungen für die Logistik, das Gesundheitswesen, die Datenwirtschaft und Automotive. Heute geht es bei Data Researchers um Ecosystems. Zu den am intensivsten diskutierten Begriffen in der Digitalisierung gehört derjenige des Ecosystems oder in Deutsch Ökosystem. Ecosystems finden wir in allen Bereichen. Wir sprechen von KI-basierten Ecosystems. Wir finden Ökosysteme im Bereich der Mobilität oder im Smart City-Umfeld oder in der Energiewirtschaft. Und da ist natürlich zum einen die Frage zu stellen, naja, was sind denn Ecosystems eigentlich? Und ist das etwas, was wirklich mit Inhalt gefüllt wird oder ist das einfach nur ein inhaltsleerer neuer Begriff, der ganz schön sich anhört? Ist das also etwas anderes als das, was wir klassischerweise zum Beispiel mit Unternehmensnetzwerk bezeichnet haben? Und das ist in der Tat der Fall, denn Ecosystems zeichnen sich durch unter anderem vier wesentliche Merkmale aus. Zum einen ist es so, dass sich in einem Ecosystem verschiedene Mitglieder, verschiedene Akteure, Parteien gemeinsam einem Kundenwertversprechen verschreiben. Also es wird hier gemeinsam an einem innovativen Szenario, an einem innovativen Dienst für den Endkunden gearbeitet. Und das ist nicht notwendigerweise in Unternehmensnetzwerken immer der Fall gewesen. Wenn wir beispielsweise an die Supply Chain im Automobilsektor denken, dann ist es so, dass die großen Zuliefererbetriebe einerseits natürlich Automobilhersteller beliefern, aber natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Branchen eben auch. Der zweite wesentliche Bestandteil eines Ecosystems ist die Rolle des Orchestrators. Also es gibt ein Unternehmen, was die Interaktion zwischen allen anderen Mitgliedern koordiniert. Und das ist eine sehr besondere Rolle. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass beispielsweise Apple oder Google diese Rolle eingenommen haben. Als dritter wesentlicher Bestandteil von Ökosystemen kann man feststellen, dass sie eigentlich, wenn wir ehrlich sind, an den klassischen Branchengrenzen, so wie wir sie kennen, gar nicht mehr Halt machen. Deshalb ist es auch so, dass wir nicht unbedingt von Ökosystemen in der Automobilbranche oder so etwas sprechen, sondern dass wir sprechen von Ökosystemen im Bereich der Mobilität, weil hier ganz viele verschiedene Akteure zusammenkommen, die eben klassische Branchengrenzen überwinden. Wenn wir beispielsweise das am Bereich der Elektromobilität festmachen, dann sehen wir, dass Automobilhersteller interagieren müssen mit Energieanbietern, Energiedienstleistern. Auch die öffentliche Hand hat letzten Endes hier eine Rolle zu spielen. Und in diesem speziellen Fall ist natürlich auch besonders interessant zu sehen, wer nimmt denn die Rolle des Orchestrators am Ende hier ein. Das vierte Merkmal, was wir sehen, ist, dass am Ende der Nutzen eines Ökosystems die Einzelnutzen übersteigt. Also man kann das überspitzt formulieren, indem man sagt, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, was dann letzten Endes halt auch die Mitglieder eines Ökosystems motiviert, teilzunehmen an einem Ökosystem. Gleichzeitig haben wir auch festzustellen, dass, und das ist die Anlehnung an die Biologie, wir hier ein gewisses Gleichgewicht erreichen müssen. Also es muss letzten Endes jeder einzelne Teilnehmer etwas davon haben und gleichzeitig auch etwas beitragen in das Ökosystem, sodass insgesamt ein Gleichgewicht erreicht werden kann. Also diese Merkmale zeigen, dass das doch etwas anderes ist als der klassische Begriff eines Unternehmensnetzwerks oder einer virtuellen Unternehmung, wenn wir von einem Ökosystem sprechen und hier tatsächlich auch etwas Neues entsteht in der Frage, wie man solche Verbünde denn organisiert. Ökosysteme sind auch eng verknüpft mit dem Begriff der Plattform, der digitalen Plattform, weil üblicherweise der Orchestrator eine technische digitale Plattform nutzt, um eben die Interaktion zwischen den einzelnen Teilnehmern des Ökosystems zu garantieren und sicherzustellen und letzten Endes halt auch darüber die Interaktion des Endkunden, um dessen Nutzen sicher die Mitglieder im Ökosystem scharren, zu koordinieren. Man spricht bei dem Anbieter oder Betreiber dieser Plattform auch häufig von der sogenannten Keystone-Unternehmung, also der Schlüsselunternehmung, die letzten Endes diese Orchestratorfunktion
anbietet und gewährleistet. Und wenn wir von Plattformen reden und einer Orchestratorfunktion, haben wir eben halt häufig den Effekt, dass eben Netzwerkexternalitäten, Netzwerkeffekte halt zu verzeichnen sind, was dann zu dem häufig zitierten The Winner Takes It All-Effekt halt führen kann. Also viele Plattformen, die auch gerade geschlossen agieren, streben, auch wenn sie das vielleicht gar nicht ursprünglich so wollten, dann doch in eine gewisse monopolistische Marktstellung. Interessant ist in dem Kontext von Ökosystem und Plattform auch der Begriff des Data Ecosystem, denn in vielen erfolgreichen Ökosystemen sehen wir, dass Daten nicht nur eine unterstützende Rolle spielen, sondern letzten Endes eine strategische Ressource sind. Also ohne die Verfügbarkeit von Daten verschiedener Akteure in diesem Ökosystem wäre das Kundenwertversprechen gar nicht möglich. Und in diesem Fall sprechen wir dann von sogenannten Data Ecosystems. Die sind für uns als Forschungsinstitut, als Fraunhofer ISST besonders wichtig, weil wir Technologien und Konzepte entwickeln wollen, die einerseits solche Data Ecosystems überhaupt ermöglichen und auf der anderen Seite dann auch sicherstellen, dass jedes Mitglied im Ökosystem fair behandelt wird, wenn es auf die Nutzung und auch letzten Endes halt die Monetarisierung der eingebrachten Daten zurückzuführen ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn wir stellen fest, dass neben den physischen Ressourcen die immateriellen Datengüter immer entscheidender werden für zukünftigen Geschäftserfolg. Und insofern sind wir sehr daran interessiert, als Fraunhofer ISST dafür einen Beitrag zu leisten, dass solche Ökosysteme dann am Ende auch tatsächlich fair für alle Beteiligten aufgestellt werden.